Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Am vierten Tag nach der Währungsumstellung hat sich der Euro bereits weitgehend eingebürgert. Jeder zweite Kunde zahlt nach Angaben des Einzelhandels in Deutschland inzwischen mit der neuen Währung. Der Ansturm bei den Banken auf den Euro ließ heute erstmals etwas nach. Das Wetter morgen überall sonnig und kalt bei Werten zwischen minus 9 und plus 2 Grad. Wir melden uns wieder mit dem Bericht aus Berlin um 23 Uhr. Bin ich eigentlich die Einzige, die das so hat? Oder? Nee, ne? Wir sind auf Sendung, es hatte mir niemand gesagt. Verzeihung, aber ich will Ihnen nur schnell sagen, was wir gleich im Nachtmagazin senden. Und zwar... Und von der Finanzkrise zur Bildungskrise. Bundeskanzlerin Merkel hat hohe Erwartungen geweckt. Deutschland müsse durch eine Bildungspolitik, müsse eine Bildungsrepublik werden. Und dabei ist Merkel auf die Bundesländer angewiesen, denn Bildung ist in Deutschland Ländersache. Heute trifft sie sich in Dresden mit den Ministerpräsidenten zum groß angekündigten Bildungsgipfel. Die Themenliste ist ehrgeizig. Frühkindliche Förderung, Fachkräftemangel, Schulabbrecher. Eines stellte Merkel aber von vornherein klar, mehr Geld vom Bund gebe es nicht. Also irgendwie sollte jetzt eigentlich hier an dieser Stelle ein Beitrag kommen, aber ich schlage vor, wir machen einfach mal weiter. Studieren ohne Abitur, das war lange Zeit eine große Ausnahme und mittlerweile gibt es in allen Bundesländern die Möglichkeit, dass auch ehemalige, ja, jetzt ist hier alles durcheinander, unser Teleprompter funktioniert nicht, unser Hintergrundbild funktioniert nicht. Ich warte jetzt einfach mal, wie die Regie hier weitermachen möchte. Kann ausgehen. So, ich höre jetzt gerade, wir wollten eigentlich ursprünglich zum Desaster bei der Bayern LB ein Schaltgespräch nach München machen. Und das könnte jetzt funktionieren. Christoph Arnowski, können Sie mich hören? Andreas Bachmann kann Sie hören. Hallo, Herr Böttges. Ah ja, servus. Auch noch ein anderer Kollege, auch erfreulich. Willkommen zu 1 extra aktuell mit Tagesschau-Nachrichten im Viertelstundentakt. Pardon. Die Unionsfraktion setzt heute in Berlin ihre Klausurtagung fort. Dabei wird es unter anderem um die Reform der Bundeswehr gehen. Das Konzept von Verteidigungsminister zu Guttenberg, die Truppe um ein Drittel zu verkleinern und die Wehrpflicht auszusetzen, ist in der Fraktion umstritten. Weitere Themen des Treffens im Reichstag sind das Energiekonzept der Bundesregierung und die Neuregelung der Sicherungserwahrung. Während die Debatte über die Laufzeiten der Atomkraftwerke... Ich stelle jetzt zu unserem Korrespondenten Thomas Aders live vor dem Bergwerk in Kopiapo schalten. Aber das klappt noch nicht ganz. Wir versuchen das im Laufe der Sendung noch hinzubekommen. Und machen erstmal weiter. Nein, jetzt höre ich gerade, die Leitung steht doch. In diesem Sinne Thomas Aders live in Kopiapo. Guten Abend. Wie haben die eingeschlossenen Männer im Bergwerk denn auf diesen ersten Durchbruch reagiert? Gibt es da schon Reaktionen? Nein, wie Sie sehen, haben wir die Bildschaltung, aber noch nicht eine Tonverbindung nach Chile. Guten Morgen. Morgen. Einen Tag nach dem Rückzug von Partei- und Fraktionschef Schäuble will heute das CDU-Präsidium über die neue Lage beraten. Dabei sollen erste Schritte für die Neubesetzung der beiden Spitzenämter erörtert werden. Als mögliche Kandidaten für den Parteivorsitz gelten Generalsekretärin Merkel und als Übergangslösung auch der thüringische Ministerpräsident Vogel. Als Kandidat für den Fraktionsposten ist der Finanzexperte Merz im Gespräch. Dazu der CSU-Vorsitzende Ministerpräsident Stoiber. Ich bin mir etwas unklar, wie ich jetzt weitermachen soll. Ich werde
jetzt mit unserer Meldung 7 weiterlesen. Das ist für unsere Regie. Die Pfaffen, die Spatzen. Die Spatzen haben es schon von den Dächern gepfiffen. Abend das WCT-Turnier in Dallas. Die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft gewonnen. Er schlug im Finale den Schweden Edberg mit 6:4, 1:6, 7:5 und 6:2. Die Lottozahlen. 3, 6, 19, 33, 38, 43. Zusatzzahl 46. Verzeihung. Die Gewinnzahl im Spiel 77 lautet 09, Entschuldigung, 09, 8, 2, 9, 4, 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Im Bundesfinanzministerium in Berlin wird dieser Tage viel gerechnet. Der IFO-Geschäftsklimaindex sank im Februar von 97,5 auf 96,4 Punkte. In Huaihu bei Peking ist heute das internationale Frauenforum der Nichtregierung. Entschuldigung, ich hatte noch eine Meldung, aber bitte. Na? Ja, bitte, Präsidium. Gut. Pardon. Der Bundesgerichtshof hat den als Autoschreck von München bekannt gewordenen Michael Hartmann freigesprochen und die gegen ihn verhängte Bewährungsstrafe aufgehoben. Hartmann ist seit 1988 immer wieder über falsch geparkte Autos gestiegen, auf vielbefahrenen Straßen spazieren gegangen, um Autofahrer zu defensiverem Fahren zu zwingen. Dies ist nach Ansicht der Richter kein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, sondern allerhöchstens eine Ordnungswidrigkeit. Verzeihung, meine Damen. Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht, die falsche Meldung. Die mir jetzt... Entschuldigung, ich habe keine 3, Anton. Ich höre gerade, wir sind da an der falschen Stelle. Jetzt die 9B. Gestern sah es so aus, als seien... Oh, Entschuldigung, ich habe die falsche Moderation. Dieser hat den Großteil der Bevölkerung ja mit extremistischen und rassistischen Äußerungen gegen sich aufgebracht. Die USA wollen die... Pardon. Tief zerstritten zeigten sich die Politiker in Israel, während Ministerpräsident Barak am Abend ein... Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Es tut mir leid. Es gab eine Korrektur. Ich kann es nicht mehr lesen. Sprach Oppositionsführer Sharon vom Ausverkauf Israels. Sollten diese die geistige Zurechnungsfähigkeit des 85-Jährigen Die Unzurechnungsfähigkeit des 85, die Zurechnungsfähigkeit, pardon, des 85-Jährigen feststellen, könnte Anklage gegen Pinochet erhoben werden. Gegen seine Gewohnheit hatte der begeisterte Rennradfahrer keinen Helm auf. Der DGB geht so weit, 8 Millionen Mark auszugeben für eine Kampagne, die zwar nicht ausdrücklich zum Regierungswechsel aufruft, ja. Der designierte CDU-Vorsitzende Schäuble hat erneut eine Diskussion über Koalitionen seiner Partei mit den Grünen angestoßen. Kontrollierte Heroinabgabe sei keine Kapitulation vor der Sucht. In Bonn befasst sich heute der Parlamentarische Kontrollkommission, also die Parlamentarische Kontroll...
Ich fange den Satz am besten nochmal ganz von vorne an. Die Comedian Harmonists waren in Berlin des ausgehenden 20er Jahre ein weltberühmter Männerchor. Für Bereiche der Rechtschreibreform, die noch umstritten sind, wie die Getrennt- und Zusammenschreibung, sollen binnen eines Jahres Lösungen gefunden werden. Jetzt habe ich es. Damit in jenen Räumen nicht auf heimtückische Weise audiovisuelle Hilfsmittel zur Wiedergabe und Übertragung nach außen installiert werden. Bei einem Anschlag vor 2 Jahren auf ein Verwaltungsgebäude waren 168 Menschen getötet und mehr als 500 verletzt worden. Als Hauptverdächtiger angeklagt ist der 28-jährige Timothy McVeigh. Er soll das Auto mit dem Sprengstoff vor dem Gebäude geparkt haben. McVeigh bestreitet das. Ich bin viel zu betrunken, um nach Hause zu gehen. Ich kann nur noch fahren. Sein Wagen war am 11. April vor der Al-Griba-Synagoge explodiert. Uli Wickert, ich bitte dich, die Meldung weiterzulesen. Meine Stimme ist weg. Es tut mir leid. Ich gebe dir gleich einen Bonbon. Pardon. Das Porto für Briefe und Postkarten wird nicht erhöht. Entschuldigung. Heißt das jetzt, im Endeffekt könnte die Innenministerin von Florida die Entscheidung über den neuen Präsidenten treffen? Was sehen wir jetzt? Ich würde lieber Klaus Kleber sehen. Hallo, ja. Wenn ihr mit Telefon geht, kann ich auch mit dem telefonieren. Aber wo ist Klaus Kleber? Live aus Washington immerhin. Ich würde jetzt auch gern so machen, aber ich meine, wir können nicht einfach auf was anderes schalten. Wir versuchen jetzt nach Tel Aviv zu schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, können Sie mich hören? Und wir wollen nochmal nach Tel Aviv schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, haben Sie bereits Einzelheiten, was in Jerusalem genau passiert ist? Frau Bayer, können Sie mich hören? Das ist noch immer nicht der Fall. Frau Bayer? Und jetzt wollen wir nochmal versuchen, nach Tel Aviv zu schalten zu Carola Bayer. Frau Bayer, können Sie mich jetzt hören? Ja, ich kann Sie hören. Das ist gut. Schön, dass wir Sie hören können. Herr Bosdorf, was wird dort geboten? Ja, es ist ein ganz buntes Fest hier vor dem Stade de France. Ist die Stimmung natürlich jetzt ein bisschen getragener, abgesehen von einzelnen Fans, die immer noch ihren Humor nicht verloren haben. Aber im Grunde genommen sind hier nur noch die Leute, die eben, ich setze mir auch diesen Hut ab, die keine Karte bekommen haben. Die Karten am Ende haben sie auf dem Schwarzmarkt 2000 Mark gekostet. 80.000 haben die Feier dann gesehen und pünktlich um 16.35 Uhr. Udo Lilischke ist in Brüssel, können Sie mich hören? Herr Lilischkis kann uns leider nicht hören. Wir versuchen innerhalb der Sendung natürlich nochmal zu ihm zu schalten und machen weiter mit der Post. Ich sehe kein Bild, ich sehe Werbung hier. Guten Abend. Wissen Sie, Patrick Leclerc, sitzt da ja? Am Telefon. Guten Abend, Patrick Leclerc. Wissen Sie, wir rufen aus Damaskus und wollen ein Live-Gespräch machen mit den Tagesthemen. Das ist ganz wichtig. Da ist es wunderbar. Wir sind schon auf Sendung. Patrick Leclerc, können Sie mich denn hören? Das ist wieder eine dieser wunderbaren. Ja, wir haben gleich keinen Satelliten mehr. Das sehen Sie. Also ich habe den Eindruck, das klappt nicht. Die Bundesregierung hat besorgt auf den Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde zum iranischen Atomprogramm reagiert. Der IAEA liegen Informationen vor, wonach der Iran an einer Atombombe bauen könnte. Außenminister Westerwelle sagte, die Geduld der Völkergemeinschaft. Denn am 12. September wird ja in Thüringen der Landtag neu gewählt. Doch diese Wahlkampfaktion wurde dann, wir haben das vorhin gesehen, zu einer ziemlichen Krisensitzung. International wächst die Skepsis, ob es überhaupt noch Chancen gibt, die Mannschaft oder auch nur Teile davon lebend zu bergen. Was sagt man bei Ihnen? Was sagt man vor Ort dazu? Ja, vor Ort werden die Meldungen hier auch immer bedrückender. In den Zeitungen steht jetzt auch schon zu lesen, dass sie ungefähr rechnen mit 75 Toten an Bord der Kursk. Die Lokalzeitungen sind äußerst pessimistisch, was das Schicksal der Besatzungsmitglieder angeht. Heute die Zeitung schreibt, ja, weil der vordere Teil des U-Bootes völlig zerstört ist, rechnen sie damit, dass 2/3 der Besatzung nicht mehr am Leben sind. Und außerdem eine andere Zeitung geht davon aus, dass die eigene russische Möglichkeit, eventuell noch das Boot selbst hochzuhieven, mit diesen Luftkissen, dass auch das eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr macht. Alles setzt auf dieses U-Boot, was aus Norwegen kommt. So, und jetzt muss ich leider passen. Jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Eigentlich sollte jetzt der Film kommen zu den...
Ich höre gerade, wir gehen noch mal auf die Situation bei der SPD ein und schalten jetzt nach Berlin zum ARD-Hauptstadtstudio-Leiter Ulrich Deppendorf, Verzeihung. Das macht gar nichts. Das ist ja heute einiges ja, los. Ja, ist ja ein bisschen durcheinander, wie bei der SPD. So, wir wollen einfach mal wissen, ist das ein Schuldeingeständnis? Ulrich Adrian zugeschaltet. Herr Adrian, wie überraschend kam denn die Kaczynski-Entscheidung? Also für Mainz-Köln 1:0. Im Spiel München gegen Freiburg steht es in der Schlussphase. Ja, liebe Regie, wie steht's denn? Könnt ihr mir das sagen? Leider müssen wir dieses Ergebnis noch nachliefern. Falls es in NRW vorgezogene Neuwahlen gibt. Bundeskanzlerin Merkel ist gestern Abend zum G8-Gipfel im kanadischen Toronto eingetroffen. Bei dem Treffen der 7 größten Industrienationen und Russlands wollen die Staats- und Regierungschefs heute eine Bilanz ihrer Hilfen für Entwicklungsländer, besonders für Afrika, ziehen. Morgen kommt eine größere Runde beim G20-Gipfel zusammen, an dem auch Vertreter der EU sowie weiterer Industrie- und Schwellenländer. Ich glaube, da hatten wir ein technisches Problem. Der Film war leider. Aktuell Tagesschau-Nachrichten im Viertelstundentakt. Und jetzt hat sich gerade nicht nur der Computer, sondern auch sämtliche Nachrichten haben sich gerade verabschiedet. Eine Sekunde, ich versuche die erste Meldung aufzurufen. Der Streit zwischen der chinesischen Regierung und dem Internetkonzern Google über Zensurbestimmungen in dem Land hat eine neue Sage für morgen Freitag, den 13. Juni. Ja, jetzt sollte eigentlich das Wetter kommen. Kommt es denn? Also es ist auf jeden Fall nicht mehr so schön wie die letzten Tage. Das war's für heute. Ach nee, Quatsch, das Wetter fehlt noch. Der Blick auf den Wetterbericht. Bereits den ersten Bodenfrosch, den ersten Bodenfrost. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 6. Was haben wir morgen eigentlich? Den 5. April. Der Frühling mitten im Winter dauert an, auch morgen bleibt es kalt, warm. Und nun die Wettervorhersage. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 23. Februar. Nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 6. April. Zwei Kräfte bestimmen das Europawetter. Ein Tief versorgt den Norden mit Regenwolken, ein Hoch den Süden mit Sonne. Zwischen den Tut uns leid, das Wetter findet auf jeden Fall statt. Es wird nicht ganz so schön wie zu uns. Hier ist der Blick aufs Wetter. Karin Schmidt. Nun die Lottovorhersage. Eigentlich sollte an dieser Stelle der Wetterbericht kommen. Aber im Moment ist es dort, wo die Wolken hängen, mild, sodass nur Regen runterkommt. Im Süden und Südosten ist es dagegen kälter, aber noch freundlich. Morgen sorgen dann die Tiefausläufer eines Sturmtiefs. Jetzt haben wir leider die Grafik nicht im Bild. Ja, die Tiefausläufer eines Sturmtiefs über Skandinavien, die sorgen für Regen. Und in einigen Berglagen kann es dann auch Schnee geben. Und dabei gelangt eben auch wieder mildere Meeresluft zu uns. Ja. Und in Deutschland geht es heute Nacht mit vielen Wolken am Himmel weiter. Tut mir leid, jetzt haben wir gerade ein Technikproblem. Sie sehen mich jetzt nicht mehr. Vor allem im Süden und Osten kann es Regen geben. Die Schneefallgrenze sinkt dabei zum Teil auf 400 Meter. Morgen gibt es in Alpennähe, und da bin ich wieder, in Teilen Norddeutschlands Regen oder Sprühregen. Ja, und im Nordosten kann es Sturmböen geben. Sonst fallen hier und da ein paar Tropfen. Oberhalb von 800 bis 1000 Metern fällt Schnee. Heute Nacht kühlt es am Alpenrand auf minus 1 Grad ab. Im Südosten werden um die 0 Grad erwartet, sonst 1 bis 7 Grad. Morgen werden ganz im Norden milde 10 Grad, im Süden und Südosten 4 Grad, verbreitet bis 9 Grad erwartet. Ja, und in den nächsten Tagen geht es dann ähnlich weiter. Am Freitag regnet es anfangs noch. Dann kann es langsam in tieferen Lagen in Schnee oder Schneeregen übergeben. Und ich gebe jetzt einfach mal mit diesen Grafiken zurück nach Hamburg.
Vielen Dank. Trotzdem, Laura, die Salve an dich. Also das Wetter, das wird heute nichts. Ja, anscheinend konnten Sie mich eben nicht hören, deswegen nehme ich jetzt diesen Notknochen hier. Ich will aber eigentlich auch nur noch sagen, dass wir Ihnen jetzt noch einen milden Restabend wünschen. Verabschieden uns von Ihnen. Die nächsten Informationen gibt es in der Tagesschau und zwar gegen 2.30 Uhr. Uns gibt es morgen wieder. Bis dahin sage ich, und zwar gemeinsam mit dem gesamten Team des Nachtmagazins, das Sie immer nicht sehen können. Tschüss. Starten Sie gut in die, Mensch, was stotter ich denn jetzt so? Starten Sie gut in die neue Woche, das muss man doch sagen können. Und wenn Sie morgen mögen, schalten Sie die Tagesthemen wieder ein. Auf Wiedersehen und tschüss. Der Letzte macht jetzt das Licht aus.